Hallo Bananenhalb, bald ist sie wieder da, die Silvesternacht. Und dann erstrahlt unser Himmel wieder voll mit funkelnden Lichtern. Vielleicht habt ihr ja auch schon fürs Feuerwerk eingekauft. Kaum zu glauben, aber wir Deutschen geben im Jahr tatsächlich mehrere Millionen Euro dafür aus. Ich will erstmal wissen, wie wichtig euch das Feuerwerk an Silvester ist. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn du an Silvester denkst? Ja, also auf das Feuerwerk und die Funken am Himmel und ja, so ist so bunt, ist sehr schön. Auf die bunten Feuerwerke und auf die großen. Dass ich mit meiner ganzen Familie zusammen bin und eigentlich das Feuerwerk ist auch ganz cool. Was ist denn eigentlich so cool am Feuerwerk? Dass es so laut ist und so hell. Wenn die so im Himmel so explodieren, dann ist das so schön bunt. Findest du, Feuerwerk hat auch Nachteile? Ja, dass der Müll halt immer nachher auf dem Boden liegt. Am schlimmsten finde ich die Umweltverschmutzung. Also mein Hund hat halt Angst, weil es so laut ist. Für viele Tiere ist die Silvesternacht eine echte Qual. Hunde zum Beispiel haben ein sehr feines Gehör und der Lärm macht ihnen Angst. Außerdem fressen manche Tiere versehentlich die Reste von Feuerwerkskörpern und nehmen so giftige Stoffe auf. Und es gibt noch mehr Probleme. Die meisten Feuerwerkskörper werden in China und Indien hergestellt. Bis sie bei uns ankommen, müssen sie tausende Kilometer zurücklegen. Dabei wird klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Außerdem müssen die Menschen in manchen Feuerwerksfabriken für sehr wenig Geld arbeiten. Und es kommt dort immer wieder zu gefährlichen Explosionen. Bei uns in Deutschland werden pro Jahr über 100 Millionen Euro für Feuerwerke ausgegeben. Viele Menschen finden, dass man dieses Geld zum Beispiel auch für einen guten Zweck spenden könnte. Noch dazu gibt es durch Silvesterfeuerwerke jedes Jahr Verletzte und manchmal sogar Tote. Häufig muss die Feuerwehr ausrücken, weil Mülltonnen, Autos oder Häuser in Brand geraten. Ich besuche jetzt jemanden, der genau weiß, wie man mit Feuerwerk richtig umgeht. Clemens ist Pyrotechniker und gestaltet große Feuerwerke für Feste und Veranstaltungen. Also dein Büro habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe jetzt eher mit so einer Lagerhalle gerechnet, voll mit Raketen. Ja, das denkt man natürlich im ersten Moment. Es ist aber tatsächlich so, dass wir auch als Pyrotechniker sehr viel vorbereiten und organisieren müssen. Den anderen Teil mit dem ganzen Schwarzpulver und den Feuerwerksartikeln, den gucken wir uns ein bisschen später am Tag an. Wie geht ihr denn mit dem Problem um, dass so ein Feuerwerk auch der Natur schaden kann? Also bei unseren Feuerwerken ist es so, dass der Müll eben zu über 95% Pappe ist. Ja, und das entsorgen wir eben ganz normal. Wenn wir ein Feuerwerk in einem Naturschutzgebiet oder in der Nähe von einem Landschaftsschutzgebiet machen, dann kann man auch stille Feuerwerke machen. Das sind dann Feuerwerke, die kein Knallgeräusch mehr haben, die nur noch still sind und schön fürs Auge aussehen. Clemens will mir zeigen, wie eine normale Silvesterrakete funktioniert. Weil man die niemals öffnen sollte, hat er für uns ein Modell vorbereitet. Erstmal hier hinten sieht man diesen riesengroßen langen Stab. Und der macht, dass die Rakete gerade nach oben fliegt, ja, und nicht wackelt. So, dann haben wir hier verschiedene Teile. Ich baue das mal so ein bisschen auseinander. Das hier, was hier dran hängt, ist die sogenannte Treibladung. Die wird hier unten an dieser grünen Zündschnur gezündet. Und das ist der Treibstoff. Der macht einfach, dass die Rakete ganz schnell nach oben flitzt. Oben angekommen öffnet sich diese Kappe und aus der Pappröhre fliegt der brennende bunte Effekt heraus. Bevor der explodiert, sieht er aber ganz schön unscheinbar aus. Das sind quasi Schwarzpulverkügelchen. Sieht aus wie Pfefferkörner. Ja, solltest du besser nicht essen. Ja, aber da sind dann verschiedene Chemikalien reingemischt. Und je nachdem, was da drin ist, gibt das eine andere Farbe am Himmel. Abgefahren, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass aus diesen kleinen schwarzen Kügelchen am Ende eine Farbe entsteht. Für große Feuerwerkshows kombiniert Clemens die unterschiedlichen Farben und Effekte am Computer. Ich darf heute mit ihm zusammen ein Testfeuerwerk vorbereiten. Das Erste, womit ich dann entsprechend anfange, ist, dass ich wirklich erstmal die Musik hier reinlade. Mit einem Programm legt Clemens fest, welche Feuerwerkseffekte am besten zur Musik passen. Auf dem Bildschirm sieht man zwar nur die Namen der Effekte, aber Clemens weiß genau, wie sie aussehen. Und da kommt jetzt... Genau, und da kommt dann... Zum Schluss liegen überall auf der Musik die passenden Feuerwerkseffekte. Das heißt, wir sind jetzt fertig, oder? Ja, wir sind jetzt fertig und jetzt geht's los und wir bauen das Ganze auf. Los geht's! In diesem Container lagert Clemens Feuerwerkskörper. Und zwar die besonders explosiven.
Das hier ist eine sogenannte Kugelbombe. Das ist jetzt ein Großfeuerwerksartikel. Oh, das Ding wiegt auch schon richtig was und wird dann nach oben geschleudert auf 150 bis 200 Meter Höhe. Das jagen wir nachher auch noch mal in die Luft? Das jagen wir nachher auch in die Luft. Das heißt, das packen wir schon mal ein? Das packen wir schon mal ein. Alles klar. Im zweiten Teil des Lagers finden wir noch mehr Material für unser Feuerwerk. Wow. Boah, hier ist ja alles voll. Und woher kommt das alles? Das kommt jetzt tatsächlich alles aus China. Wir haben da eine Fabrik, in der wir unsere eigenen Feuerwerkskörper produzieren lassen. Clemens ist vor einigen Monaten selbst dorthin gereist und hat dieses Video mitgebracht. Hier in der chinesischen Stadt Liuyang wird ein Großteil aller Feuerwerkskörper weltweit hergestellt. Auch viele von denen, die es bei uns im Supermarkt zu kaufen gibt. Die Angestellten setzen das Feuerwerk in Handarbeit zusammen. Mit Zündern versehen und fertig verpackt landet es dann zum Beispiel in Clemens Lager. Wir haben inzwischen unser Material für das Feuerwerk zusammengestellt. Jede Menge Kugelbomben, Single-Shots und Feuerwerksbatterien. Wie geht's denn jetzt für uns weiter? Was machen wir? Wir nehmen uns jetzt die ganzen einzelnen Effekte, die wir hier alle haben, und müssen die alle einzeln verzündern. Verzündern heißt, dass wir die Feuerwerkskörper mit einer Art elektronischem Streichholz versehen. So müssen wir sie später nicht per Hand zünden, sondern können sie elektronisch starten. Dann befestigen wir die Feuerwerkskörper so, dass sie in die richtige Richtung aufsteigen. Aber hast du denn eigentlich einen Tipp für zu Hause, wenn man so ein richtig, richtig cooles Feuerwerk selber machen will? Also mein Tipp ist auf jeden Fall, kauf sicheres Feuerwerk. Ich würde jetzt aber niemandem empfehlen, irgendwas selbst zu machen. Und man darf auch nicht an den Effekten rumbauen. Und es gibt noch einiges zu beachten. Die Altersfreigabe zum Beispiel. Selbst Wunderkerzen oder Knallerbsen darf man erst ab 12 Jahren kaufen. Böller und Raketen sind sogar nur für Erwachsene. Außerdem sollte man nur Feuerwerkskörper nehmen, die einen BAM-Aufdruck haben. Die sind von der Bundesanstalt für Materialforschung geprüft. Ganz wichtig, immer genügend Abstand zum Feuerwerk halten und es niemals in Menschengruppen abfeuern. Und Feuerwerkskörper nie in der Hand, sondern auf dem Boden anzünden. Raketen gehören in eine Glasflasche. Raketen oder Böller, die nicht explodiert sind, sollte man außerdem nicht anfassen. Sie könnten unkontrolliert hochgehen. Inzwischen ist es dunkel geworden und ich bin langsam richtig aufgeregt. Wir bringen unser gesamtes Feuerwerksmaterial aufs Testgelände. So, jetzt können wir hier die letzten Effekte noch anschließen. Dafür verknüpfen wir die Kabel der Feuerwerkskörper mit dem Zündkoffer. Denn dorthin senden wir jetzt gleich das Startsignal. So, bist du bereit? Ja. Dein erstes professionelles Feuerwerk zu zünden. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, zu Recht. So. 3, 2, 1. Mega! Das hast du mir aber vorher nicht gesagt. Nee, das war eine kleine Überraschung, die wir uns noch ausgedacht haben. Schön. Man hatte das Gefühl, der ganze Himmel ist voll mit Feuerwerk und Glitzern und Funkeln und Strahlen und Lichtern. Bist du denn auch zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Es waren alle Effekte da, es ist alles gekommen, so wie es kommen sollte. Und ja, kurze, schöne Show. Wenn ihr am Silvester keine Lust habt auf Feuerwerk, dann schnappt euch doch einfach so eine kleine, süße Wunderkerze. Oder wie sieht das bei euch aus am Silvester? Schreibt uns doch einen Kommentar auf www.neuneinhalb.de. Und jetzt wünschen wir und das gesamte Neuneinhalb-Team euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sagen Tschüss, bis nächstes Jahr.